Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Subnautica. Wir sind, oder ich bin gerade auf Expedition hier und bin gerade auch schon mal wieder angegriffen worden. Schon wieder. Verpiss dich, du Mistvieh. So, was mir nämlich nicht ganz klar ist, ist, wie wir an eventuelle Samen rankommen, um diese, ich kriege hier immer nur diese windranken Proben. Ich möchte aber gerne Samen haben, um die in, also um Samen halt in der, in unserer Basis anzupflanzen. Und da habe ich bis dato noch keine Möglichkeit gefunden, wie das wohl gehen mag. Das, da haben wir also offenbar noch irgendwie Wissensnachholbedarf. Und, ich bin auch noch nicht ganz sicher, wie wir so einen Gleiter bauen können. Wir haben irgendwie einen Gleiter erforscht oder nur ein Fragment vom Gleiter. Weiß ich gerade nicht. Irgendwie glaube ich aber, dass wir dafür erst noch was anderes bauen müssen. Also so eine Art Ladebucht oder so, könnte ich mir vorstellen. So, was machen unsere Blasenfische? Vermehren die sich? Ja, sie vermehren sich. Da ist der dritte. Sie vermehren sich. Sie vermehren sich. Entschuldigung. Genau, das ist das. Und, ansonsten heißt, glaube ich, unsere Mission ist erstmal scannen und produzieren. Zweites Aquarium gibt gerade keinen Sinn. Das mit den Leitern verstehe ich auch nicht. Lass uns mal eben diese Proben analysieren, was wir damit machen können. Also da können wir irgendwelche Fasern rausmachen. Das ist mir wohl schon klar, aber wie genau? Übrigens ist es immer noch so ein bisschen hakelig, wenn man hier an den Wänden langläuft. Ist ein bisschen komisch. Fasergeflecht, starke natürliche Fasern, bequem. Ich glaube, da können wir irgendwann uns Ausrüstung, also Kleidung rausbauen oder so, nehme ich mal an. Benzol. Kabelsalat habe ich erst gelesen. Destilanzug gewinnt Körperflüssigkeiten zurück. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht lange zu diskutieren. So, Scanner, Schweißgerät, brauchen wir Magnesium-Kracherpulver, was ist das denn? Seegleiter, da brauchen wir Schmierstoff und Kupferdraht. Caution, Dehydration detected. Windranken-Samenbüschel. Ich glaube, ich wandle die mal um und dann gehen wir einfach mal weitersuchen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt plötzlich noch was anderes rausbauen können. So, was haben wir jetzt wieder das Problem, dass ich da, ja, Ausrüstung, okay. Das mit den Schränken bedienen, das lerne ich auch noch. Daraus können wir interessanterweise auch Blei bauen. Das irritiert mich jetzt gerade, aber. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? So, Batterie. Ja, hier kann ich mir nochmal die Baupläne anschauen. Das bringt mich aber jetzt nicht viel weiter. Ich brauche aber weiter was zu trinken hier. Ich habe jetzt zwar diesen Anzug an. Wo kann ich denn eigentlich sehen, was ich anhabe? So. Gewinnt Körperflüssigkeit zurück. Scheint aber nicht so erfolgreich zu sein. Mal eben hier den Fisch essen. Tja, ob die sich jetzt wirklich zuverlässig weiter vermehren? Was passiert denn, wenn ich diesen Kinderblasenfisch nehme? Der wird zum Großen. Okay. Ja, das ist ja schon mal praktisch. Dann können wir ja da schon mal Wasser herstellen. Boah, ey, geht aber auch jetzt gerade Wasser drauf hier. Muss aber die Heizung hier drin runterstellen, glaube ich. Vital signs stabilizing. So, wir brauchen auf jeden Fall... Irgendwie müssen wir Samen erkunden. Und wir brauchen für den Gleiter, brauchen wir was? Kracherpulver und Magnesium? Alter Schwede. Was soll ich das denn herkriegen? Müssen wir vielleicht mal weiter unten gucken, was ist das hier? Okay. Was auch immer.
Kupfererz. Titan. Sieht so aus, als wäre das irgendwas, aber... Machen kann ich da irgendwie nichts. Hm. Dann gibt es wieder jede Menge beunruhigende Geräusche. Und hier sind wieder Blasenfische. Nehmen wir doch gleich mal mit. Kann ich dir vielleicht an der Basis von diesen Ranken hier irgendwas sammeln? Nee. Kommt wieder so ein Mistvieh angeflogen. Diese Geräusche machen mir echt Angst. Ich hätte ja gerne so ein kleines, wie gesagt, es gibt hier so kleine Gleiter dann, wo man, das habe ich wohl gesehen, dass man damit rum flitzen kann und die Gegend erkunden. Sowas hätte ich gerne, aber ich habe noch keine Ahnung, wie man das baut. Da bin ich noch etwas überfragt und ich bitte zu entschuldigen, dass irgendwie Skype hier gerade rumspackt. Das werde ich natürlich gleich zwischen den Aufnahmen, zwischen den Folgen beheben. Das ist auch eine geile Röhre hier. Was ist hier denn wohl drin? Geheimnisvoll. Was haben wir hier? Haben wir nochmal so eine... Moment, da vorne ist Quarz. Mild dehydration detected. Fluid intake recommended. Quarz müssen wir natürlich mitnehmen. Dieses Gejaule, was ist das wohl? Das muss ja dann irgendwie ein Riesenvieh sein und so. Wir müssen auf jeden Fall, also das sehe ich schon, wir müssen auf jeden Fall uns überlegen, wie wir von hier mal wegkommen und weitere Gebiete erkunden können. Dass wir da mal mehr neue Dinge sehen. Titan haben wir dann, glaube ich, auch irgendwann bald mal genug. Ich suche halt jetzt gerade auch Sachen zum Scannen halt, dass wir mal neue Erkenntnisse bekommen, aber da haben wir auch gerade nicht so viel Glück, glaube ich. Da unten ist jede Menge Quarz. Was heißt die Menge? Eins. Und was ist das denn? Ist das ein Samen? Möglicherweise. Dann weiß ich aber jetzt auf gar keinen Fall, warum der hier rumgekullert ist. Kreaturenei. Ob mir das jetzt aber zusagt, weiß ich nicht. Wir gehen weiter hier auf Erkundungsjagd. Erkundungsjagd. Das gibt's doch gar nicht, das Wort. Erkundungsreise. Also wir haben auf jeden Fall hier in der... nochmal so eine... wo es richtig tief runter geht. Das können wir auch nochmal untersuchen. Ja, auf jeden Fall hier in der Nähe noch ordentlich Sachen, die wir einsammeln und machen können. Ich würde halt gerne jetzt noch einen ganz kleinen Tick unsere Basis ausbauen. Aus überflüssigen Fragmenten wird, wie man übrigens gerade gesehen hat, wieder Titan. Sehr gut. So. Da unten habe ich noch ein paar Ressourcen gesehen. Die nehmen wir noch mit. Und da müssen wir ganz schnell unsere Blasenfische kochen. Und da unten ist noch was zum Scannen. Uiuiui. Dieser Anzug, der Flüssigkeit zurückgewinnt, wenn ihr mich fragt. Ich weiß nicht. Scheint mir jetzt noch nicht so von Erfolg gekrönt. Was haben wir hier? Bioreaktor, was ist das denn? Zwei Stück brauchen wir davon. Gold! Emergency. Severe dehydration detected. Seek fluid intake immediately. Ja, wir gehen ja schon nach Hause. Nicht ohne diesen Blasenfisch davon mitzunehmen. Das ist so cool, das sieht so geil aus, das ist so... Diese Stimmung auch und alles. Ich mag das.
Das gefällt mir. Ist die Musik weg? Jetzt machen wir wieder Sorgen. Es ist schon ein wirklich cooles Spiel. So, aber im Moment haben wir echt das Problem, wir müssen mal gucken, wie wir herausfinden, wie wir bessere Teile herstellen können, die uns zielstrebiger mit... Welcome aboard, Captain. Jetzt verstehe ich, wie das funktioniert. Habt ihr auch gerade gesehen, die Meldung? Habt ihr auch gesehen, ne? Das Wasser wird mit der Zeit in unser Inventar gepackt, das wir zurückgewinnen. So funktioniert das. Würde ich aber jetzt gerne... Wo ist es denn? Da, zurückgewonnenes Wasser. Vital signs stabilized. Nicht schlecht eigentlich, ne? Denn ab und zu wird es dann mal offenbar dann... verwendet. So, was haben wir noch? Titan haben wir noch. Und dann können wir noch was mit Glas bauen. Vielleicht sollten wir die Schränke auch irgendwie noch ein bisschen anders sortieren. Kupferdraht. Seegleiter, Schmierstoff und Kupferdraht. Okay, Kupferdraht brauchen wir. Kupf. So. Und jetzt brauchen wir noch Schmierstoff. Wie stellen wir den Schmierstoff her? Windranken-Samenbüschel. Aha. Jetzt weiß ich irgendwie genauso viel wie vorher. Windranken... Wenn der schon hier reinkommt, dann... da kenne ich ja nichts, ne? Also Windranken-Samenbüschel. So, leckerer Gerryfisch. Was können wir aus Gold machen? Keine Ahnung. Quarz. Haben wir jetzt das Glas hergestellt. Was machen eigentlich unsere Fische hier? Mal gucken. Ja, die schon wieder vermehrt. Sehr schön. Ah, das ist natürlich kein Zustand, ne? Das ist zu langsam. Windranken-Samenbüschel. Das Ding, was wir hier mal rausgeholt haben, waren verfaulte Windrankenproben. Ja, toll. Jetzt sind die auch noch Schrott. Können wir trotzdem noch was rausmachen? Wahrscheinlich nicht. Doch. Aus 2 mach 1 ist die Devise. So, den Draht legen wir mal weg. Titanbarren legen wir auch mal weg. Noch mehr Titan legen wir weg. Glas haben wir noch. Fasergeflecht brauchen wir gerade auch nicht. Ja, ich glaube, in der nächsten Folge werden wir mal versuchen rauszufinden, was, wie wir eine Windrankenfasernprobe bekommen. Keine Ahnung, was das sein soll. Es wird was mit den Windranken zu tun haben. Moment. Jetzt nochmal mal eben auch ein bisschen... fressen fangen. Oh, ist so wieder so ein scheiß Viech. Vielleicht noch eben einen Kieker essen. Ja, es freut mich auf jeden Fall, wie es bei euch ankommt. Mir macht es auf jeden Fall auch jede Menge Spaß und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann entsprechend in der nächsten Folge wiedersehen. Jetzt müssen wir erstmal Skype abstellen, damit nicht mehr die Leute sagen, du bist zu doof, um Skype auszustellen. Und wir kochen mal eben einen leckeren Kieker. Und dann sind wir für die nächste Folge bestens gerüstet auf Erkundungstour nochmal zu gehen und wir müssen ja noch ein paar Fragmente auf jeden Fall einscannen, denke ich mal, dass wir da noch ein bisschen mehr Forschung machen. Das also mehr in der nächsten Folge hier von Subnautica. Bis dann, macht's gut, danke fürs Zuschauen und tschüss.